Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 7, Antrag der Fraktion der AfD, Beendigung der Kooperation mit DTIP. Mir liegen keine Wortmeldungen vor. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist Tagesordnungspunkt 9 zusammen mit Tagesordnungspunkt 30. Und als Erstes hat sich der Abg. Felzerhausen zu Wort gemeldet. Bitte schön. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, scheint noch etwas Bedarf zu sein für Aufmerksamkeit. Alles gut, reden Sie weiter. Gut. Die FDP fordert, keine faulen Kompromisse einzugehen. Diese Forderung hat DIE LINKE mit großer Zustimmung zur Kenntnis genommen. Aber schon in der Analyse und erst recht erst in der Ableitung der erforderlichen Maßnahmen liegen wir diametral auseinander. Zwar hält auch DIE LINKE Fahrverbote für falsch, aber dennoch nicht für unverhältnismäßig. Hat sich ein bisschen beruhigt. Zwar hält DIE LINKE Fahrverbote auch für falsch, aber dennoch nicht für unverhältnismäßig. Denn wir müssen uns doch fragen, in welchen Verhältnissen wir leben. Bis auf wenige Unbeirrbare, auf die ich hier gar nicht weiter eingehen möchte, leugnet niemand mehr, dass wir uns auf eine globale Klimakatastrophe zubewegen. Eine Katastrophe, wir haben es heute Morgen diskutiert, eine Katastrophe, für deren Verhinderung sich jetzt das letzte Zeitfenster schließt. Und gleichzeitig ist unbestreitbar, dass der motorisierte Individualverkehr einen erheblichen Anteil am CO2-Ausstoß und darüber hinaus verantwortlich ist für Stickoxiddioxid und Feinstaubbelastung in unseren Städten. Weltweit wurde zur Gesundheitsgefährdung durch Stickstoffdioxid geforscht und für die Europäische Gemeinschaft unter Abwägung genau dieser Forschungsergebnisse Grenzwerte festgelegt. Grenzwerte, von denen nicht wenige Wissenschaftler sagen, dass sie sogar noch zu hoch angesetzt sind. Diese Grenzwerte, meine Damen und Herren, sollen sicherstellen, dass die Gesundheit der Menschen eben nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt wird. Sie müssen so bemessen sein, dass auch Kinder, alte und kranke Menschen ohne Gesundheitsgefahren in unseren Städten leben und überleben können. Die Automobilindustrie hatte 10 Jahre Zeit, moderne Motorenkonzepte zu entwickeln, neue Katalysatoren und Abgasrückführungssysteme auf den Markt zu bringen, um endlich genau diese Grenzwerte einzuhalten. Und was ist passiert in diesen 10 Jahren? Kaum etwas. Im Gegenteil. In dieser Zeit hat die Automobilindustrie die Zeit genutzt, Software zu manipulieren und Messwerte zu fälschen. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, das ist doch der eigentliche Skandal dabei. In Ihrem Antrag sehen Sie im Zusammenhang mit den Fahrverboten die persönliche Freiheit der Autofahrer in Gefahr. Sie sprechen sogar von Enteignung. Liebe FDP, es gibt kein Recht auf Gesundheitsschädigung anderer. Sie verwechseln hier den Begriff der Freiheit mit dem Begriff der Verantwortung. Und eine Enteignung entsteht nicht durch drohende Fahrverbote, sondern durch die Handlungsunfähigkeit oder genauer gesagt die Handlungsunwilligkeit des Bundesverkehrsministers. Es sind die deutschen Autohersteller, die ihre Kunden betrogen haben, die Öffentlichkeit belogen und den Ruf der deutschen Automobilindustrie weltweit massiv geschädigt haben. Die Zeche dieser kriminellen Machenschaften zahlen jetzt die Autobesitzer mit ihrem Wertverlust der Fahrzeuge, die Beschäftigten an den Standorten mit einem Arbeitsplatzabbau und die Einwohnerinnen und Einwohner der Städte mit ihrer Gesundheit. Mit Ihrem Antrag, liebe FDP-Fraktion, wollen Sie die Verursacher hier, Sie wollen die Täter zu Opfern machen. Denn nicht die Deutsche Umwelthilfe ist verantwortlich für die Situation. Nein, sie deckt nur das wahre Maß der Belastungen auf. Und damit
Und damit verbunden ist die berechtigte Forderung, diese Belastung mindestens auf das gesetzliche Maß zu reduzieren. Hierfür hatten die Verantwortlichen 10 Jahre Zeit, und in den 10 Jahren ist zu wenig passiert, um die Grenzwerte tatsächlich zu erreichen. Und in diesen 10 Jahren wurde blind auf die Lügen der Automobilindustrie vertraut. Aber vielleicht hat das Stillhalten der politisch Verantwortlichen auch damit etwas zu tun, dass das Wegschauen und das Dulden der Manipulationen finanziell versüßt wurden. Mehr als 17 Millionen € hat die Automobilindustrie nach Recherchen der Organisation Lobby Control in den vergangenen 8 Jahren an die CDU, an die FDP, an die SPD und auch an die GRÜNEN gespendet. Jetzt haben deutsche Gerichte entschieden, dass endlich gehandelt werden muss. Und dies eben nicht nur auf dem Papier und in wohlfeilen Parlamentsreden, sondern vor Ort auf der Straße. Dort müssen die Belastungen nachweisbar gesenkt werden. Und dabei steht es den betroffenen Kommunen frei, welchen Weg sie einschlagen wollen. Temporeduzierungen, Streckensperrungen, Förderung der E-Mobilität, der Ausbau des ÖPNV und des Radwegenetzes. All diese Optionen gehören auf den Tisch, wenn es um eine Reduzierung von Schadstoffen in den belasteten Gebieten geht, und eben nicht nur die Optionen, die die Landesregierung mittragen will. Die Blockade der schwarz-grünen Landesregierung, alle Maßnahmen und damit nämlich auch den Nulltarif in die Luftreinhaltepläne aufzunehmen, hat genau diese Klagen noch befördert. Und gleichzeitig müssen wir feststellen, dass der Verkehr immer weiter zunimmt. Immer mehr Autos werden zugelassen, und Autos, die auch über eine höhere Motorleistung verfügen. Die SUVs überschwemmen unsere Innenstädte und vergiften unsere Luft. Und selbst der sauberste Diesel, meine Damen und Herren, ist nicht klimafreundlich. Deshalb ist für DIE LINKE klar, ein Weiter-so kann es nicht geben. Und dass jetzt eine durchsichtige Diskussion um die Grenzwerte geführt werden soll, zeigt doch die Hilflosigkeit der Akteure. Lediglich 100 von knapp 4.000 Fachärzten und Wissenschaftlern unterstützen eine Meinung des eines 2013 in Ruhestand gegangenen Professors. Oder anders ausgedrückt, 3.900 Wissenschaftler haben sich nicht von der Meinung des Professor Köhlers angeschlossen und weisen dessen Theorie, es gebe gar keine Toten durch Feinstaub und NOx, als das aus, was es eigentlich ist, nämlich eine wissenschaftliche Minderheitenmeinung. Ja, es gibt auch Theorien, die besagen, die Mondlandung hätte gar nicht stattgefunden, der Mord an Kennedy wäre von der Mafia durchgeführt worden, oder die Evolutionstheorie sei eine Irrlehre. Aber nicht jede noch so absurde Meinung ist es tatsächlich wert, hier im Parlament als Begründung für einen Antrag herzuhalten. Wir haben im Zusammenhang mit dem Auto eine Vielzahl von Grenzwerten. Grenzwerte, die das Zusammenleben unterschiedlicher Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer ermöglichen soll, ohne Einzelne über Gebühr zu gefährden oder zu belasten. Und niemand in diesem Haus käme auf die Idee, einen Grenzwert für Blutalkohol ernsthaft infrage zu stellen. Und an Tagen, an denen wir so gerne gemeinsam feiern, wird die Einhaltung dieser Grenzwerte sogar umso häufiger und intensiver von der Polizei überprüft. Und das ist gut, weil es schützt genau die, die es verdient haben, nämlich die schwächeren Verkehrsteilnehmer. Und niemand käme auf die Idee, in diesem Zusammenhang mit der 0,5-Promille-Grenze von einem Angriff auf Freiheit oder gar Enteignung zu sprechen. Hier fordern wir eine klare Kante und ein entschlossenes Handeln. Und genau das sollten wir eben auch bei den Grenzwerten machen, wenn es um Feinstaub und Stickstoffdioxid geht. Wenn Sie, meine Damen und Herren von der FDP, wirklich Fahrverbote verhindern wollen, dann hören Sie endlich auf, der Automobilindustrie nach dem Mund zu reden. Setzen Sie sich für eine Mobilitätswende ein, die wirklich hilft und die wirkungsvoll ist. Und dazu gehört ein besserer ÖPNV auf dem Land und in der Stadt. Dazu gehört ein sozial gerechter ÖPNV, der für alle bezahlbar ist, der Ausbau der Radweginfrastruktur, der Ausbau der Elektromobilität als Teil des ÖPNV. Und dazu gehört natürlich auch eine Stadt- und eine Raumplanung, die hilft, Verkehr zu vermeiden, weil darum muss es gehen. Wenn Sie in diesen Punkten
Wenn Sie in diesen Punkten keine faulen Kompromisse fordern würden, dann wäre tatsächlich DIE LINKE an Ihrer Seite. Mit Ihrem Antrag aber begünstigen Sie die Betrüger und ermöglichen es, dass den Einwohnerinnen und Einwohnern unserer Städte weiter schwerer Schaden zugefügt wird. Das kann, glaube ich, nicht im Interesse der Sache sein. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Felstehausen. Das war die erste Rede hier in diesem Haus. Herzlichen Glückwunsch. Und da es die erste Rede war, hatte er sich auch als Erstes gemeldet. Eigentlich hätte ich natürlich zuerst die Antragsteller drannehmen müssen. Das würde ich jetzt nachholen. Erst der Herr Lenn, Abgeordnete Lenders von den Freien Demokraten, dann die Frau Feldmeier. Aber bevor ich Ihnen das Wort gebe, möchte ich auf der Tribüne Herrn Hoff, unseren ehemaligen Kollegen, begrüßen. Herzlich willkommen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist ja sozusagen das neue Verhältnis zwischen Linken und FDP, dass wir euch da gerne mal den Vortritt gelassen haben. Es macht auch, es macht vielleicht, es ist wirklich ein neuer Landtag, das muss man schon mal sagen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Kollege, Sie haben auch viele Diskussionen aus der letzten Legislatur nicht mitbekommen. Sie sind noch sehr geprägt von Vorurteilen und Unterstellungen. Der ÖPNV gehört selbstverständlich zu dem Konzept von Freien Demokraten, wie wir vernünftig Verkehr organisieren, um das einmal vorwegzuschicken. Wenn wir nicht den ÖPNV stärken, wenn wir nicht auch den schienengebundenen Verkehr stärken, dann wird der Verkehr im Rhein-Main-Ballungsgebiet ersticken, ob mit oder ohne Dieselfahrzeuge. Aber eines ist auch klar, der Beschiss der Automobilindustrie an ihren Kunden hat per se keinen direkten Zusammenhang mit den Messwerten, mit den Grenzwerten, die in Frankfurt für NOx einzuhalten sind. Die alte und jetzt neue Landesregierung hat es sehr gut geschafft, mit den beiden Häusern von Tarek Al-Wazir und Frau Hinz die Verantwortung eben auf die Automobilindustrie abzuschieben. Sie hat es sehr gut verstanden, Frankfurt die Verantwortung zuzuschieben. Sie haben es sehr gut verstanden, auch der Bundesregierung die Schuld in die Schuhe zu schieben. Nur die beiden, die nur wirklich dafür zuständig sind, dass Grenzwerte in Frankfurt eingehalten sind, ist eben Frau Staatsministerin Hinz und Staatsminister Al-Wazir gewesen und niemand anders. Meine Damen und Herren, wenn wir dann immer über Fahrverbote reden, muss man ja einmal übersetzen, was heißt denn das pragmatisch? Pragmatisch heißt das, für über 700.000 Fahrzeuge, Dieselfahrzeuge und ältere Benziner, dass sie ihre Fahrzeuge nicht mehr uneingeschränkt nutzen können in Hessen. Das heißt übersetzt, dass es für Millionen von Autofahrern zu einem Wertverlust kommt, weil niemand solch ein älteres Dieselfahrzeug gebrauchter Form noch abkaufen will. Das heißt am Ende, dass für 360.000 Pendler alleine nur in Frankfurt mehr Lebenszeit geraubt wird, weil ein Verkehrschaos vorprogrammiert ist. Und es heißt am Ende auch ein Verkehrschaos für alle Verkehrsteilnehmer, weil die Nutzer sollen ja dann den ÖPNV benutzen, meine Damen und Herren. Auch der ÖPNV ist im Rhein-Main-Ballungsgebiet schon längst an den Kapazitätsgrenzen angekommen. Es bedeutet Umsatzeinbrüche für den innerstädtischen Einzelhandel in der Stadt Frankfurt, aber auch in Darmstadt oder, wenn es soweit ist, in anderen hessischen Städten. Meine Damen und Herren, das bedeutet am Ende ein Fahrverbot und nicht, was da immer, ich sag mal, verklausuliert da so ein bisschen mit einhergeht. Meine Damen und Herren, wir haben im November letzten Jahres Ihnen auch über Anträge, parlamentarische Initiativen klargemacht, dass das, was Sie dem Wähler vorher auch im Wahlkampf dann versprochen haben, spätestens mit dem Vergleich, den diese Landesregierung geschlossen hat mit der Deutschen Umwelthilfe, dass das gegenüber dem Wähler eigentlich Spott und Hohn ist. Es kann doch nicht sein, dass die Landesregierung mit dem Ministerpräsidenten an der Spitze permanent auch sagt, wir wollen Fahrverbote verhindern. Herr Boddenberg, Sie haben es gestern in Ihrer Rede, ich sag mal,
abgeschichtet. Dann haben Sie gesagt, Sie wollen keine pauschalen Fahrverbote. Das war vor der Landtagswahl ganz anders zu verstehen, Herr Kollege Boddenberg. Die Wählerinnen und Wähler haben Ihnen geglaubt, es kommt nicht zu Fahrverboten. Dass dann eine Landesregierung, bevor das Gericht in Kassel, der VGH in Kassel, dann ausurteilt und sagt, liebe Leute, hier müssen wir das Urteil in Wiesbaden einmal überprüfen, von sich aus die Landesregierung einem Vergleich zustimmt und damit genau diese Fahrverbote impliziert in Darmstadt, meine Damen, also das ist echt unfassbar. So verspielen Sie das Vertrauen von Wählerinnen und Wählern und von Bürgerinnen und Bürgern. Meine Damen und Herren, dann muss man sich einmal fragen, was ist denn jetzt mit der Überprüfung der Messwerte? Ich kann Ihnen sagen, Herr Kollege, wir haben es nie in Zweifel gezogen. Wenn es Grenzwerte gibt, muss eine Landesregierung dafür sorgen, dass sie auch eingehalten werden. Daran kann es keinen Zweifel geben. Aber wenn es einen Ministerpräsidenten gibt, der von sich aus sagt, man müsse doch einmal überprüfen, also ich sage es einmal wortwörtlich, hat der Ministerpräsident Volker Bouffier gesagt, es lohnt sich, dass wir einmal darüber nachdenken, warum bei uns in Deutschland z.B. die Messgeräte direkt am Bordstein stehen, wenn die entsprechende EU-Verordnung sagt, sie könnten bis zu 10 Meter dahinter stehen. Die Menschen könnten das nur schwer verstehen, dass wir in Deutschland das anders machen als in anderen europäischen Ländern. Ich kann nur sagen, der Mann hat recht. Aber warum handeln Sie denn nicht danach als Landesregierung? Warum spricht denn der Verkehrsminister? Entspricht denn der Verkehrsminister nicht der Empfehlung der Verkehrsministerkonferenz und verweigert sich genau dieser Diskussion und dieser Überprüfung? Meine Damen und Herren, es ist auch schon so, dass wir bei dem, was uns die GRÜNEN dann erklären, das muss man ja sagen, also wir wurden ja als immer nur furchtbar ignorant beschimpft, egal ob das jetzt nun Windkraft anbelangt oder den Diesel oder Klimawandel. Also pauschal sind wir immer die hartnäckigsten Ignoranten von Fakten. Und genau in dieser Diskussion steigen dann bei der Diesel mal ein paar Lungenärzte auf und sagen, das, was wir feststellen können in unseren Kliniken, aus unserer Praxis, können wir die Diskussion über Diesel und die Messwerte überhaupt nicht nachvollziehen. Und sofort werden auch diese Lungenärzte als kritisiert, also das wären hoffnungslose Ignoranten oder furchtbare, das ist ein furchtbares Werk von Populisten. Meine Damen und Herren, es kann doch nicht sein, dass wir, wenn es Argumente gibt von Menschen, die jeden Tag damit zu tun haben, von Medizinern, dass man dann das einfach wegwischt und sagt, das spielt für uns keine Rolle. Es kann ja nicht sein, was nicht sein darf. Wir haben uns längst eine Meinung gebildet. Lassen Sie uns doch gemeinsam wirklich eine sachliche Diskussion über Grenzwerte, Messstationen und Messwerte führen, meine Damen und Herren. Damit würden wir das Vertrauen von Bürgerinnen und Bürgern vielleicht mal wieder zurückgewinnen. Und das, wenn ich da jetzt die GRÜNEN dann so zitiert habe, meine Damen und Herren, also die GRÜNEN sind wirklich auf dem Wege, hier ein Land zu spalten und neigen dazu, diese Diskussion sehr vergiftet zu führen. Da gibt es z.B. den Fall von dem Bundestagsabgeordneten Dieter Janek. Er schreibt am 23. Januar, um das einmal klar zu sagen, was Union und FDP zusammen mit ein paar verirrten Lungenärzten da in Sachen Umwelthilfe, Feinstaub, Stickoxide ausführen, hat Reichsbürgerniveau, eine Schande für die deutsche Politik. Meine Damen und Herren, das sind starke Worte. Oder der Europaabgeordnete Kramer von den GRÜNEN, der dann sagt, bei der Frage, das Auto, sind die Autofahrer denn Mörder? Da heißt es wortwörtlich, es gibt Leute, die leugnen den Klimawandel. Es gibt Leute, die leugnen den Holocaust. Es gibt Leute, die leugnen, dass Feinstaub und Feinstaubpartikel und CO2 und Stickoxide gesundheitsschädlich sind. Das gehört dazu. Meine Damen und Herren, der Völkermord an den europäischen Juden ist ein beispielloses historisches Verbrechen, dessen Leugnung auch wirklich Recht und Strafe untersteht. Meine Damen und Herren, dass ein deutscher Politiker von den GRÜNEN so etwas sagt, ist eine vollkommene Entgleisung und macht eine sachliche Diskussion nur noch sehr, sehr schwer.
Was fordern wir als Freie Demokraten von einer grün geführten Landesregierung mit einem CDU-Ministerpräsidenten? Wir sagen, Darmstadt darf nicht das Modell sein für Frankfurt, Wiesbaden, Limburg. Es darf nicht sein, dass Vergleiche mit der deutschen Umwelthilfe geschlossen werden, die in der Konsequenz Enteignung, Verkehrschaos und Belastungen für die Kommunen bedeuten. Meine Damen und Herren, wir brauchen eine Überprüfung von Messwerten und Messstationen, so wie es der CDU-Ministerpräsident auch gefordert hat. Das erwarten wir von dieser Landesregierung. Meine Damen und Herren, und wir erwarten auch, dass Alternativen zu den Fahrverboten, die wir Ihnen z. B. mit einem 5-Punkte-Plan vorgelegt haben, ernsthaft geprüft werden und nicht einfach mit einem Federstrich verworfen werden. Meine Damen und Herren, wer lesen will, was diese grüne Partei in Hessen fordert, der nimmt sich das Wahlprogramm. Darin ist zu erkennen, dass Grüne auf Fahrverbote in den deutschen Innenstädten setzen. Ich hoffe aber darauf, dass es einen Ministerpräsidenten gibt, der hier diese Regierung führt, und dass wir zu dieser flächendeckenden Enteignung von Hunderttausenden von Dieselfahrzeugen nicht kommen werden und dass wir wieder zu einer sachlichen Diskussion zurückfinden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, als Nächstes hat sich Frau Feldmayer von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Lenners hat alles Mögliche erzählt, aber er hat nicht gesagt, wie die FDP hier im Hessischen Landtag die Probleme mit dem Dieselskandal lösen will. Alles Mögliche in die Welt gesetzt von Dingen, die er auch nicht belegen kann zu unserem Wahlprogramm, aber sei es drum, ich schenke es Ihnen. Ich will jedenfalls versuchen, zu einer Versachlichung in der Debatte zu kommen. Um was geht es bei dem Problem? Es geht um den Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Es geht darum, gesetzlich festgelegte Grenzwerte einzuhalten, und es geht darum, pauschale Fahrverbote zu verhindern. Es geht darum, dass die Grenzwerte für die Stickoxidbelastung in vielen Städten der gesamten Bundesrepublik, auch dort, wo die FDP mit an der Regierung ist, überschritten werden. Und diese Grenzwerte gelten in allen EU-Mitgliedstaaten, nicht nur in der Bundesrepublik. Und sie wurden auf Basis unzähliger epidemiologischer und toxikologischer Studien festgesetzt. Und zu sagen, dass der Betrug der Autokonzerne überhaupt nichts damit zu tun hat, dass die Grenzwerte in unseren Städten überschritten sind, das ist ja wirklich ein Lacher, Herr Lenders. Das Problem ist doch, dass die Dieselmotoren mehr emittieren als gesetzlich erlaubt, mehr emittieren als vorgeschrieben ist, und dass die Luftreinhaltepläne eben auf dem beruhen, was gesetzlich erlaubt ist, und nicht auf dem, was bei dem Betrug herausgekommen ist. Diese Grenzwerte wurden am 2. August 2010 mit der 39. Verordnung zur Durchführung des Bundesemissionsschutzgesetzes deutsches Recht. Das war in einer CDU-FDP-Bundesregierung, liebe FDP, um das auch einmal deutlich zu sagen. Sie haben diese Grenzwerte in der Bundesregierung mitbeschlossen, Herr Lenders. Nicht von den GRÜNEN, nicht von den Umweltverbänden, sondern von Ihnen. Da ist es schon einigermaßen erstaunlich, wie Sie sich hier in der Sache verhalten. Die Grenzwerte wurden eingeführt, weil man erkannt hat, dass es notwendig ist, schädliche Auswirkungen von Luftschadstoffen auf die menschliche Gesundheit und Umwelt zu vermeiden oder zu verringern. Das ist der FDP jetzt leider keine Silbe mehr wert in ihrem Antrag. Der Schutz der Gesundheit ist Ihnen in Ihrem Antrag keine Silbe wert. Das muss man sich einmal vorstellen, meine Damen und Herren. Im Gegenteil, Sie streuen Zweifeln, dass es überhaupt ein Problem für die Gesundheit gibt. Das ist sehr bedauerlich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Geht es bei diesem Thema doch genau um das, was uns alle angeht, vorsorgender Gesundheitsschutz für die Menschen hier in diesem Land.
Und Sie haben es angesprochen, der Streit der Lungenärzte. In einem Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie vom 27. November 2018 heißt es, Luftschadstoffe gefährden unsere Gesundheit, besonders die von Kindern, älteren Menschen und Erkrankten. Sind diese Menschen Ihnen nichts wert, Herr Lenders? Diesem Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie, der ca. 4.000 Mitglieder angehören, wurde medial, aber auch in der Politik keine besondere Beachtung geschenkt. Wenige Wochen später äußern 100 Ärzte Zweifel an den Grenzwerten. Und da gibt es dann einen medialen Hype. Es ist in der Tat ja auch ungewöhnlich, dass Lungenärzte nicht für jede Reduzierung von Luftschadstoffen sind. Aber es liegt nichts Neues vor bei den 100 Ärzten, keine neuen Studien oder Sonstiges. Es wird einfach einmal bezweifelt. Meine Damen und Herren, ich finde, das kann man machen. Man kann ja zum Glück in diesem Land äußern, was man will. Das müssen diese Ärzte selber wissen, was sie tun. Ich möchte aber darauf hinweisen, was der amtierende Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie zur Stellungnahme der 100 Ärzte, die zweifeln, gesagt hat. Er kritisiert, dass ohne jede Art von Referenzierung und ohne neue Daten solche Zweifel gesät werden und dass nun Politiker diesen Wissenschaftsstreit instrumentalisieren und populistisch nutzen, wie man das hier auch im Hessischen Landtag sehen kann. Genau das ist erfolgt. Der Bundesverkehrsminister hat sich da sofort draufgesetzt, und auch die FDP hier im Landtag meint, sie müsste das irgendwie ausschlachten mit ihrem Setzpunkt. Meine Damen und Herren, das Ganze ist doch ein einziges und durchschaubares Ablenkungsmanöver, ein Ablenkungsmanöver, um nicht an die Ursachen des Problems gehen zu müssen. Die Ursache für die Überschreitung der Grenzwerte für Stickoxide sind Dieselmotoren, die mehr emittieren als erlaubt und dazu Hilfenahmen illegale Abschaltvorrichtungen. Und das jahrelange Nichthandeln des Bundesverkehrsministers und das, obwohl die Grenzwerte verbindliches Recht sind. Und, meine Damen und Herren von der FDP, ich will Ihnen nicht vorenthalten, was Gerhard Baum, der ehemalige Bundesinnenminister, FDP-Mitglied, also ein Parteifreund von Ihnen, in der Süddeutschen von gestern gesagt hat. Unter der Überschrift Operation Heiße Luft hat er gesagt, ich zitiere, in meinem langen politischen Leben habe ich noch nie erfahren müssen, dass die Achtung von Recht und Gesetz durch die Politik in einem solchen Maße schwindet, wie das heute geschieht. Der Respekt vor einer unabhängigen Justiz und vor der Gewaltenteilung nimmt ab. Einige Politiker fühlen sich allmächtig und vergessen, dass die Politik in besonderer Weise an Recht und Gesetz gebunden ist. Das zeigt sich im Umgang der Politik mit der Verfassung bei sogenannten Sicherheitsgesetzen, jetzt vor allem aber bei der Argumentation gegen Fahrverbote, genauso wie Sie es hier tun, liebe FDP. Herr Rock, haben Sie eine Zwischenfrage? Ja. Die FDP nennt sich gerne Rechtsstaatspartei. Ich will Ihnen da auch nicht zu nahe treten, Herr Rock. Aber vielleicht nehmen Sie den Appell von Gerhard Baum, Ihrem Parteifreund, doch einmal zum Anlass, um zu schauen, ob Sie bei dem Thema Dieselskandal noch so richtig unterwegs sind, wie es sich gehört. Meine Damen und Herren, saubere Luft entsteht nicht durch die Negierung von Grenzwerten, die seit Jahren gelten, die im Übrigen auch regelmäßig überprüft werden. Das steht doch überhaupt nicht in Frage. Saubere Luft entsteht nicht, wenn Messstationen versetzt werden. Saubere Luft bekommt man nur, wenn man an die Ursachen des Problems geht. Und in diesem Sinne handelt ja die Landesregierung hier. Mit Maßnahmen zur Senkung der Stickstoffdioxidbelastung und mit einem ganzheitlichen Ansatz. Für die betroffenen Kommunen mit ehrgeizigen Maßnahmen in den Luftreinhalteplänen. Mit der Bundesratsinitiative für Hardwarenachrüstung auf Kosten der Autohersteller. Und mit der Stärkung umweltfreundlicher Mobilität. Mit der Förderung der E-Mobilität, mit dem Schülerticket, mit dem Ausbau des Schienennetzes, mit einer ehrgeizigen Verkehrswende hier in Hessen.
Wir tun also das, was wichtig ist für eine Verbesserung der Luftqualität zum Schutz der Bevölkerung, und tun alles, damit flächendeckende Fahrverbote vermieden werden und die betrogenen Autobesitzer auf Kosten der Hersteller eine Hardware-Nachrüstung bekommen, meine Damen und Herren. Und, meine Damen und Herren, was wir brauchen, ist jetzt nicht so viel heiße Luft, wie hier gemacht worden ist von der FDP vorhin, sondern wir brauchen eine zukunftsgerichtete Debatte für saubere Mobilität, für emissionsarme Autos. Das nützt doch allen, der Gesundheit, den Autokäufern und der Autoindustrie, an der ja auch viele Arbeitsplätze hängen, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, als Nächstes hat sich Herr Krumbach von der SPD zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Prinzip gibt es eine lange Liste von Argumenten, von denen ich glaube, dass man sie erst einmal sortieren muss. Das erste Argument ist, dass es schon ganz faszinierend ist, dass es gesetzliche Regelungen gibt, die 10 Jahre alt sind und niemand auf die Einhaltung achtet. Und ich finde schon, dass es zu einem Rechtsstaat gehört, dass diejenigen, die Exekutivgewalt haben, sich dazu verpflichtet fühlen, auf die Einhaltung dieser Regeln zu achten. Und zu diesen Regeln gehört, dass es für Verkehr bestimmte Grenzwerte gibt. Und die Katastrophe, die sozusagen das Gerichtsurteil droht, ist ja erst dadurch entstanden, dass einfach 9 Jahre ignoriert worden ist, dass es diese Werte gab und niemand etwas Vernünftiges gemacht hat. Der zweite, die zweite, dritte und vierte Punkt zusammen sind zweimal Betrug, zweimal Lobbyismus. Der erste Betrug ist der, den schon alle angesprochen haben, nämlich dass die abgasmanipulierten Softwarelösungen dazu geführt haben, dass die Käufer dieser Autos grundsätzlich betrogen worden sind. Und wir sind uns alle einig, dass die Frage sozusagen der Hardware-Nachrüstung dort die einzige Antwort ist, die den ökonomischen und auch sozialen Kriterien entspricht. Und ich finde, dass die Unternehmen dazu verpflichtet sind. Und dazu sollten wir uns auch klar äußern. Das ist aber eine Form von Betrug, den Unternehmen begangen haben. Es gibt eine zweite Form, wo Betrug und Lobbyismus für mich zusammenkommen. Das ist die schlichte Frage, mit welchem Messverfahren ist in den vergangenen Jahren gemessen worden. Wir haben seit einem Jahrzehnt Zweifel daran, ob das, was als Messverfahren bei der Zulassung verwendet wird, irgendetwas mit dem realen Ausstoß an Schadstoffen zu tun hat. Wir haben seit 10 Jahren Verkehrsminister aus einer einzigen Partei, aus der CSU, die sich beharrlich geweigert haben, sich dieser Frage anzunehmen, sondern kühl über lange Zeit verteidigt haben, dass genau diese Art von Messung doch das Beste ist, obwohl alle nachweisen konnten, dass diese Art von Messung eigentlich 40% unter dem liegen, was die Autos ausstoßen. Das ist eine Form Betrug. Auf der einen Seite, weil es staatlicher Teil ist, ist es aber auch eine Folge von Lobbyismus, weil immer wieder Vertreter von Konzernen gesagt haben, dass das so sein muss. Nein, es muss nicht so sein. Jeder Verbraucher hat das Recht zu erfahren, was sein Auto in Wirklichkeit verbraucht und was für Dreck es in Wirklichkeit macht. So. Und ja, wir wollen in der Tat, glaube ich, alle, dass es keine Fahrverbote gibt, erstmal, weil Fahrverbote Einschränkungen von Rechten sind, die relativ überraschend für die kommen, die sie haben und die sich nicht lange darauf vorbereiten können. Wenn die in 10, 15, 20 Jahren kommen, ist das eine andere Baustelle. Dann kann jeder sich überlegen, ob er ein Auto kauft und was für ein Auto sich kauft. Nur diese Frage lässt sich nicht dadurch erreichen, dass man dann Rückzug in den Umweltwerten macht. Und das, glaube ich, ist bei dem FDP-Ansatz ein Problem, das ich sehe. Ja, das Urteil des Frankfurter Gerichts zu Frankfurt halte ich für unausgegoren. Da müssen wir nicht lange drüber reden. Aber lassen Sie uns doch einmal die ganze Argumentation anschauen. Ich halte die Kritik an der Frage der Haltung zu Darmstadt nur dann berechtigt, wenn die Stadt Darmstadt eine andere Position hätte als die Landesregierung. Ich will das sehr deutlich sagen. Ich finde, dass diese Frage, ob es sozusagen in bestimmten Innenstädten Regelungen für den Verkehr gibt, kommunale Gestaltungsfreiheit ist. Und wenn Sie sich einmal anschauen, in Paris, Rom, Brüssel, Oslo, Kopenhagen, Stockholm, Madrid,
haben die kommunalen Gebietskörperschaften für sich Teile der Innenstädte, Teile der Hauptverkehrsstraßen gesperrt, weil ihnen die Gesundheit der Bevölkerung wichtiger war als der Verkehr, der da durchfließt. Ich finde, das ist ein Punkt, der kommunal entscheidbar ist oder man auch kommunal entscheiden muss. Dass die Landesregierung dann als Verordnungsgeber sozusagen sich da reinfügen muss, ist eine andere Baustelle, aber ich denke, das kriegt man hin. Und dann komme ich zu der berühmten Frage dieser Grenzwerte. Und da geht es eben nicht darum, behauptet einer das da und einer das da, und es ist alles gleichwertig, egal wer was behauptet oder die Zahl derer, die es behaupten, entscheiden das. Sondern es gibt ein paar ganz simple Kriterien. Ich will das ganz schlicht beschreiben. Da gibt es die Stellungnahme der Geußischen Gesellschaft für Psychologie, 100 Seiten. Da finden Sie ganz kühl ausgeführt folgende Sätze. Erstens. Statistische Zusammenhänge bedeuten keine Kausalität. Es bedarf weiterer Studien. Also die Aussage wird eingeschränkt. Zweitens. Bei ähnlichen Verteilungsmustern gilt nur der Gesamteffekt. Drittens. Es ist unstreitig, dass Luftschadstoffe wie NOx und Feinstaub die Lunge schädigen. Das ist belegt in Untersuchungen, Klammer auf. Wenn Sie die Zahl wissen wollen, es sind seit den letzten 50 Jahren etwa 70.000 Untersuchungen, in das belegt ist, dass sie schädigen. Die genaue Schärfe der Schädigung kann nicht festgestellt werden, weil Experimente mit Menschen nach den ethischen Vorschriften für Versuche in dieser Form verboten sind. So, sie können also sozusagen abgeleitet werden. Viertens. Es gibt keine untere Wirkungsschwelle. Es gibt keinen Wert, unter dem kein Schaden eintritt. Ich sage das noch einmal. Es gibt keinen Wert unter dem. Das heißt, wir reden immer über Schaden, egal in welcher Höhe. Es gibt nur einen Versuch abzuschätzen, sozusagen, wo die Schäden eine bestimmte Rolle überschreiten. Das übernimmt die Weltgesundheitsorganisation. Die überprüft das übrigens regelmäßig, alle 3 bis 5 Jahre. Dort werden alle Studien zu dem Thema ausgewertet aus den letzten 3 bis 5 Jahren. Und dort werden Grenzwerte festgelegt, die übrigens bis auf den NO2-Grenzwert alle in Deutschland höher angesetzt, in Europa höher angesetzt ist, als die Weltgesundheitsorganisation das vorschlägt, weil die nach dem Vorsorgeprinzip arbeiten und sagen, da diese Werte entscheiden sie nicht für den Normalsterblichen, sondern für Kleinkinder, für Ältere, für Kranke, müssen wir ein Vorsorgeprinzip beachten, das dafür sorgt, dass sozusagen niemand geschädigt werden kann. So entstehen diese Werte. Ja, sie sind politisch, aber sie sind politisch festgelegt, nicht nach dem Motto, wir erfinden mal einen, sondern wir suchen etwas, wo wir selbst unter den Umständen, dass wir nicht sofort alles verbessern können, wenn wir wenigstens halbwegs sicher sind, dass wir keinen Menschen schädigen. Und das halte ich für einen klaren, wichtigen und richtigen Maßstab in der Politik. Die Studie weist übrigens auch aus einen Verweis auf insgesamt 451 andere Studien von insgesamt 2.500 Menschen, die daran gearbeitet haben, die sich mit den Schädigungen von Menschen durch Luftschadstoffe beschäftigen. Das heißt, eine solche Studie ist für meinen Eindruck ein wissenschaftliches Werk, auf das man sich halbwegs verlassen kann. Nun sehen Sie dagegen dieses Papier. Das ist der offene Brief von Herrn Dr. Köhler. 2 Seiten ohne Referenzpunkt, ohne irgendwas, ohne Verweis auf eine andere Untersuchung, sonst was. In diesem Brief wird übrigens auch unbestritten, dass grundsätzlich Luftschadstoffe Schaden anrichten können, aber dass das alles überschätzt wird. Und dann kommen Sie zu einer Variante, wo es besonders bekannt wird. Da steht der Satz drin, den Sie alle aus der Zeitung kennen. Lungenärzte sehen ihren Praxen und Kliniken diese Todesfälle an COPD, das ist eine chronische Lungenkrankheit, und Lungenkrebs täglich, jedoch Tote durch Feinstaub und NO2, auch bei sorgfältiger Anamnese, sehen Sie nie. Das Problem an diesem Satz ist, er verrät sozusagen die Grundhaltung. Weil der Arzt, der einen Lungenkranken betrachtet, ist allein aus der Tatsache, dass die Lunge gereizt ist, nicht in der Lage zu sagen, wo das herkommt. Sondern er muss mit Fragebögen Fragen erheben, in welcher Umgebung sich der befähigt und nicht. Das heißt, die Frage, die Diagnose, dass das von Zigaretten kommt, wird auf die gleiche Weise erhoben über epidemiologische Studien, wie die Frage kommt er von Luftschadstoffen. Das heißt, der Arzt, der sagt, das ist nicht gültig, bezieht sich in seiner eigenen Ausführung darauf, dass man das so machen muss.
Das zeigt schon deutlich, dass es hier offensichtlich ein Problem mit der Wissenschaftlichkeit gibt. Deswegen ist die auch relativ wenig wert. Die ganzen Argumente, die der linke Kollege gesagt hat, warum das vielleicht so ist, kann man danach, nachdem man feststellt, dass es wissenschaftlich nicht viel wert ist, glaube ich, anschließen, wer wo arbeitet und warum. Andere Baustelle. So. Messmethode soll überprüft werden. Das Bundesemissionsschutzgesetz legt die Messmethoden fest. Am Bundesemissionsschutzgesetz sind alle Bundesländer beteiligt. Die Kollegin von den GRÜNEN hat schon gesagt, die jetzige Fassung ist entstanden zu einer Zeit einer CDU-FDP-Regierung, Klammer auf, unter Beteiligung übrigens auch eines FDP-Ministers aus Niedersachsen. Dass Herr Bouffier bei der Verlagerung der Messstationen vorschlägt, ist die Variante, na ja, wir reden statt über Wissenschaft über Politik. Wir versuchen statt Regeln, die wir gemeinsam aufgestellt haben, einen Ausweg, der uns das Gesicht wahrt. Aber real ändert es am Problem nicht. Grenzwerte überprüfen. Die Grenzwerte werden alle 3 bis 5 Jahre überprüft. Und das ist auch gut so. Nur die Landesregierung hätte ihren Luftreinhalteplan auch mal alle 1 bis 2 Jahre überprüfen sollen. Dann hätten wir einen Teil der Probleme nicht. Im Kern geht es bei allem um eine gesunde Luft in den Städten, auch für Alte, Kleinkinder, Kranke, ohne dass wir Fahrverbote brauchen. Dafür gibt es eine lange Liste von Maßnahmen. Dafür wird meine Redezeit nicht mehr reichen. Aber sie sind in vielen Anträgen aufgetaucht. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine Verkehrswende als eine Kehrtwende bei der Bekämpfung von Luftschadstoffen. Herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, als nächstes ist Herr Gagel von der AfD dran. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Deutschland ist das einzige Land mit einer Diskussion um Fahrverbote. Kein anderes europäisches Land ist diesen Weg bisher gegangen. Kein Land in dieser Welt ist diesen Weg bisher gegangen. Und niemand von Ihnen fragt, man hätte ja mal bei Ihnen bei der CDU auf die Idee kommen können, suchen wir erst einmal eine europäische Lösung. Denn die EU-Richtlinie gilt ja in ganz Europa. Woran liegt das? Es liegt an einem absolut willkürlichen 40 Mikrogramm Grenzwert, einer übereifrig arbeitenden Bürokratie und Umweltvereinen, die mit grünen Ministerien hier in Hessen auf Kuschelkurs sind. Denn wie die Bild-Zeitung am Montag titelte, die deutsche Umwelthilfe geht in Hessens grünen Ministerien ein und aus und kassiert sogar Geld. Meine Damen und Herren, während der Bürger vornherum von der CDU noch mit Wahlversprechen, wir wollen Fahrverbote vermeiden, und wie jetzt auch hier in diesem dringlichen Antrag noch einmal ausformuliert, die Rede davon ist, der Wähler geködert wird und dies auch im Koalitionsvertrag noch ein wenig halbherzig drinsteht, arbeiten die Räder der grünen Vereine und grünen Ministerien im Hintergrund bestmöglich, um die Interessen der hessischen Bürger und Bürgerinnen zu verraten. Denn worum geht's? Es geht um die Abschaffung des Verbrennungsmotors. Da reden wir nicht nur über Diesel, da reden wir langfristig auch über Benziner. Und dann werden wir irgendwann keine 40 Mikrogramm mehr sehen, da sehen wir irgendwann einmal 20 Mikrogramm für NOx. Was ist politisch passiert? Die CDU, die Volkspartei, die ehemalige Interessenvertreterin der Bürger, hat sich in den vergangenen Jahren hier in Hessen und nicht nur in Hessen mangels eines eigenen Programms und eigener Positionen von den Klima- und Ökopopulisten überfahren lassen. Und herausgekommen ist das Desaster, was wir jetzt hier in der Diskussion mit den Fahrverboten haben. Was auch immer in der Wissenschaftswelt zum Thema NOx und Feinstaub alles geschrieben wird, eines ist doch klar. Wer unsere Städte mit der Luftverschmutzung in den 60er, 70er und 80er Jahren selbst noch kennt, müsste fast zu dem Schluss kommen, dass wir geburtenstarken Jahrgänge angesichts der damaligen massiven Gefährdung eigentlich alle tot sein müssten. Und ein weiteres Fakt ist auch klar. Die Luftverschmutzung nahm in den letzten 40 Jahren immer mehr ab. NOx wurde in den letzten 20 Jahren immer besser. Und selbst von 2017 auf 2018
gab es wieder eine kleine Verbesserung. Meine Damen und Herren, um es hier ganz klar zu sagen, der 40 Mikrogramm Grenzwert als Auslösewert für Eingriffe der Daseinsvorsorge in der Form von Fahrverboten ist ein grober Unfug und ideologische Panikmache. In Deutschland sind Messstationen viel näher an den Straßen errichtet als in anderen Straßen. Messverfahren sind nicht streng standardisiert. Man muss sich einmal vorstellen, gehen Sie einmal in südeuropäische Großstädte wie Rom oder Athen. In Athen bin ich öfters. Da müssten die Leute eigentlich fast tot umfallen angesichts ihrer Panikmache. Das Beispiel München zeigt das ganze Dilemma um die Messmethoden. Die 20 Stationen der Stadt München und die Verfahren, die die Stadt München anwendet, sagen etwas anderes als das Umweltbundesamt. Warum messen die etwas anderes und warum sagen die etwas anderes? Weil die Standorte anders ausgewählt sind und die Verfahren andere sind. Und nun kann man sich trefflich streiten darüber, welche Messwerte sind nun richtig, welche sind falsch und welche sind repräsentativ. So stelle ich fest, sollte der 40 Mikrogramm Grenzwert irgendeine Bedeutung haben, so ist es essentiell, wo genau gemessen wird und welche Verfahren angewendet werden. Auch der Verwaltungsgerichtshof hat es kürzlich noch einmal festgestellt, dass die Datengrundlage keineswegs verlässlich ist. Auf keinen Fall lassen die auf verschiedene Art und Weise gewonnenen Messwerte eine verlässliche Quantifizierung zu, eine verlässliche Quantifizierung oder gar Aussagen zur tatsächlichen Gefährdung. Sie sind allenfalls ein qualitativer Indikator. Im Koalitionsvertrag findet man ja noch folgende Passage. Wir lehnen weiterhin pauschale Fahrverbote als unverhältnismäßig ab. Dazu werden wir alle juristischen Möglichkeiten ausschöpfen, um die Anordnung von solchen Fahrverboten zu verhindern und auf anderem Wege die Grenzwerte einzuhalten. Das steht ja jetzt auch hier in diesem dringlichen Antrag drin. Aber ich frage denn, was heißt denn hier auf anderem Wege einhalten? Ich befürchte, und es wird wahrscheinlich auch Realität werden, dass Grüne und CDU mit dem Ausdruck auf anderem Wege meinen, dass mit der fortgesetzten Gängelung des Bürgers über Straßensperrungen, andere Einschränkungen im städtischen Straßenverkehr, komplizierte Hardwarenachrüstung und am Ende doch einzelner Verbote das Problem irgendwie gelöst werden soll. Also ein sehr halbherziges Versuch, die Interessen der Bürger zu schützen. Zum Antrag der FDP. Die AfD hält ebenso wie der Antragsteller pauschale Fahrverbote für falsch und unverhältnismäßig. Der willkürlich gesetzte Grenzwert ist, wie ich bereits erwähnt habe, grobe Unfug und ideologische Panikmache. Es ist ein Versäumnis der Landesregierung, das Vertrauen der Bürger so zu beschädigen, dass die Landesregierung sich hier im Fall Darmstadt auf einen Vergleich mit der Umwelthilfe eingelassen hat. Wir wissen jetzt, warum. Die Verbindungen zwischen den grünen Ministerien und der Umwelthilfe lassen eindeutig darauf schließen, dass Bürgerinteressen im Namen des Ökopopulismus hintergangen werden, Herr Tarek Al-Wazir. Das können wir doch nicht zulassen. Es ist im Übrigen ein weiteres Zeichen einer zunehmend inhaltsleeren CDU, die von links immer mehr begrünt wird, mangels eigener politischer Inhalte. Offensichtlich will man sich in der Landesregierung nicht wirklich mit den Unsicherheiten und Messmethoden der vernünftigen Abschätzung von Gesundheitsgefährdungen beschäftigen. Auch, wie ich schon erwähnt habe, hat das Hessische Verwaltungsgericht den grundsätzlichen Zweifel bezüglich der willkürlich festgelegten Grenzwerte und der Verhältnismäßigkeit von Fahrverboten bestätigt. Ich füge hinzu, wenn Willkür die oberste Handlungsmaxime der Politik im Zusammenspiel verschiedener Institutionen und NGOs wie der Umwelthilfe wird, und wenn Willkür zu Recht wird, dann hat die Bürokratie gegenüber dem Bürgerinteresse eindeutig die Oberhand gewonnen. Die hessischen Bürger und Bürgerinnen dürfen durch diese totale Unverhältnismäßigkeit im politischen Handeln nicht weiter verschaukelt werden. Und die Vernunft muss wieder einkehren. Und damit meine ich die wirkliche Vernunft und nicht die Vernunft, die Herr Bouffier gestern in der Regierungserklärung zitierte. Denn die Vernunft von der CDU ist momentan derart ideologisch von grünen Ideen und Modellen besetzt, dass wir als AfD dort keine Vernunft mehr erkennen können. Und ich füge noch einen wichtigen Satz hinzu, meine Damen und Herren. Auf dem ganzen Hintergrund der ganzen Fahrverbotsdiskussion.
Die Quellen unseres Wohlstands, die Basis unserer Mobilität, die Basis des Wirtschafts- und Automobilstandorts Hessen und Deutschland dürfen mit dem Fahrverbot Nonsens nicht gefährdet werden. Vielen Dank.